Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lessons, you learned how to use the infinitive construction infinitive mit zu and infinitive ohne zu. In this lesson, you will be learning the past perfect tense, which is known as Plusquamperfekt. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So fangen wir an. Lektion 32. Das Plusquamperfekt. Noch einmal Plusquamperfekt. Es gibt drei Vergangenheitsformen im Deutsch. Perfekt, das haben wir in A1 gelernt. Präteritum, das haben wir in Lektion 24 in A2 gelernt. Und Plusquamperfekt. Das lernen wir jetzt. Was ist Plusquamperfekt? Diese Form heißt auch Vorvergangenheit. Das Plusquamperfekt zeigt etwas, das im Sprechmoment vergangen und abgeschlossen ist. Das heißt, diese Zeitform wird normalerweise nur benutzt, wenn eine Handlung in der Vergangenheit bereits abgeschlossen ist. This tense is normally only used when an action has already been completed in the past. Let's first look at a few examples. Ich war gerade aufgestanden, da klopfte es an der Tür. Er hat sie nicht erkannt, obwohl er sie vorher schon einmal gesehen hatte. And another example? Sie hatte den ganzen Tag gearbeitet, bevor sie krank wurde. Wie bildet man Plusquamperfekt? Dafür muss man erstens alle Perfektformen gut lernen. Plusquamperfekt bildet man mit Präteritum von haben oder sein, das heißt war oder hatte, plus Partizip 2. That means, you take the preteritum of the helping verb and the particip 2 of the verb to make the plusquamperfect. Zum Beispiel, hat gegessen in plusquamperfect ist hatte gegessen und ist gegangen ist war gegangen. Das kann man in diesen Beispielen sehen. Bevor ich ins Bett ging, hatte ich ein Buch gelesen. Instead of hat gelesen, we use hatte gelesen. Nachdem er viel trainiert hatte, war er froh. Instead of hat trainiert, we use hatte trainiert. Sie war müde. Sie war zuvor 3 Stunden gelaufen. Instead of ist gelaufen, we use war gelaufen. Ich war gerade zu Hause angekommen, als er mich anrief. Instead of ist angekommen, we use war angekommen. After learning how to make Plusquamperfekt, we now need to learn when it's used. Das Plusquamperfekt wird nicht als eine einzelne Aussage verwendet. Es wird immer in Bezug zu einer Aussage, entweder im Präteritum oder in dem Perfekt gestellt. Das Plusquamperfekt zeigt eine Vorzeitigkeit in dem Satz, zum Beispiel in dem Hauptsatz. Hier ist das erste Beispiel. Er hatte eine Präsentation vorbereitet, bevor er ins Büro ging. Er hatte eine Präsentation vorbereitet, ist der Hauptsatz. Bevor er ins Büro ging, ist der Nebensatz. In dem Hauptsatz steht das Hilfsverb in Präteritum und das Verb in Partizip 2, das heißt Plusquamperfekt. In dem Nebensatz steht das Verb im Präteritum. In beiden Sätzen ist die Zeitform nicht gleich. Zuerst hat er eine Präsentation vorbereitet und danach ging er ins Büro. Das heißt,
Hier sieht man eine Vorzeitigkeit. Ein Ereignis passiert nach dem anderen. Hier ist das zweite Beispiel. Sie hatte gut gespielt, bis sie verletzt wurde. Hier gibt es auch einen Hauptsatz und einen Nebensatz. Das Plusquamperfekt ist im Hauptsatz und in dem Nebensatz ist das Verb im Präteritum. Der Hauptsatz findet vor dem Nebensatz statt. Deshalb steht das Verb hier im Plusquamperfekt. Wir schauen uns noch ein paar Beispiele an. Maria hatte gekocht, als ihr Mann zu Hause ankam. Was passiert zuerst? Maria hatte gekocht und danach ihr Mann kam nach Hause an. Hier sieht man auch eine Vorzeitigkeit. Der Hauptsatz drückt man dann im Plusquamperfekt aus und der Nebensatz im Präteritum. Weil das Ereignis im Hauptsatz zuerst passiert, benutzt man hier Plusquamperfekt. Mostly, there is a Hauptsatz, verb is in the second position, and there is a Nebensatz, verb is placed at the end. But sometimes, you can also have a combination of Hauptsätze. Sie waren nun zu Hause. Sie waren zuvor im Restaurant gewesen. In both the sentences, the tense is different. In one sentence, it's preteritum, and in the other one, it's plusquamperfect. This happens because one event is taking place after the other. The event which takes place first has plusquamperfect, and the event after it will take either preteritum or perfect. So these were some examples where plusquamperfect is placed in the Hauptsatz. Now let's look at its use im Nebensatz. Und hier ist das erste Beispiel. Obwohl ich ihm schon Nudeln gekocht hatte, hatte er noch Hunger. Obwohl ich ihm schon Nudeln gekocht hatte, ist der Nebensatz. Hatte er noch Hunger, ist der Hauptsatz. In dem Nebensatz steht das Verb in Plusquamperfekt. Das Hilfsverb ist im Präteritum und es gibt ein Partizip 2. In dem Hauptsatz steht das Verb im Präteritum. Hier sieht man auch, was zuerst passiert und was danach. Das heißt, hier ist auch eine Vorzeitigkeit zu sehen. Was zuerst passiert, dieses Ereignis ist im Plusquamperfekt. Hier ist noch ein Beispiel. Sie konnte die Tür nicht öffnen, da sie den Schlüssel verloren hatte. In diesem Beispiel hat sie zuerst den Schlüssel verloren und dann konnte sie die Tür nicht öffnen. Das Ereignis in dem Nebensatz findet vor dem Hauptsatz statt. Deshalb ist das Verb hier im Plusquamperfekt und in dem Hauptsatz im Präteritum. Hier ist das nächste Beispiel. Sabine war sauer, dass ihr Mann wieder die Kinokarten vergessen hatte. Here also you can see a Hauptsatz and a Nebensatz. Sabine is furious because her husband forgot the tickets. So the event in the Nebensatz takes place before the event in the Hauptsatz. Hence, in the Nebensatz, the verb is in Plusquamperfekt and im Hauptsatz im Präteritum. In the spoken language, Plusquamperfekt is not used very commonly. It is replaced with either perfect or preteritum. But nevertheless, you should know how it's used. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications
whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!